Sumpf des Wahnsinns. Dieser Level macht mir wesentlich mehr Spaß als der Sumpf der Fässer, weil man hier wenigstens von diesen blöden Drehfässern verschont bleibt. Bei diesem Balken hat man eine gute Position zum Partnerwurf. Das sollte man sich merken. Wenn man die Wespen berührt, ist das auch nicht weiter tragisch. Denn gleich da hinten ist ein Donkey Kong Fass. Aber das geht natürlich nicht, wenn man diesen Level mit nur einem Affen beginnt. Haben diese Pflanzen irgendeinen Namen? Wenn ja, kann ich mich jetzt nicht erinnern. Leider habe ich mein Naturlexikon gerade nicht zur Hand. Die meisten Levels lassen sich an der Farbe äußerst gut unterscheiden. Hier gibt es übrigens auch nur einen Geheimgang. Boah, das war knapp. Habt ihr das gesehen? Wenn ich auch nur einen Pixel weiter links aufgekommen wäre, wäre ich in den Sumpf gefallen. Dieser Krokodilkopf scheint gar nicht zu versinken. Na komm bitte, ich möchte alle Bananen haben. Unseren Freund Squitter behalten wir leider nur für diesen Geheimgang. Jetzt fehlt uns nur noch eine Quem-Münze und dann können wir schon den zweiten Level aus der verlorenen Welt machen. Der heißt Schwarze Eisebene. Keine Sorge, man muss sich hier wirklich nicht sonderlich beeilen. Ich hatte auch nochmal gecheckt, die Shuris, die man beim sechsten Boss aus I Wanna Find My Destiny sieht, die sind orange. Sorry, hatte mal wieder einen kleinen Frosch im Hals. Ihr wisst wahrscheinlich gar nicht, von welchem Spiel ich rede. Ich komme mir auch irgendwie vor wie ein äußerst geheimnisvoller Mensch. Denn ich kenne viele Spiele, die hier in Deutschland wahrscheinlich nur äußerst wenige Leute kennen. Klepper-Misere. Die beiden Affen haben erst einmal Pause. Diesen Level können wir als Wetly, die Schlange, spielen. Das ginge auch mit dem einfachen Rollfallsprung, aber warum einfach, wenn es auch kompliziert geht? Ach, schade. Eigentlich hätte ich mal sollen, ob da unten vielleicht noch Münzen sind. Aber wenn man einmal etwas verpasst, davon geht ja wohl die Welt nicht unter. Obwohl, ich kann es gut verstehen, dass der Himmel auch so giftgrün ist. Ja, vor langer Zeit habe ich ja noch die Sendung mit der Maus gesehen. Es stellte sich auch einmal die Frage, warum ist der Himmel blau? Er könnte ja zum Beispiel auch lila sein. Ja, das liegt daran, weil sich das viele blaue Wasser darin spiegelt. Die Schlange kann auch problemlos auf die Wespen springen.
Ist da die Donkey Kong Münze? Das darf man auf keinen Fall mit einer anderen Stelle verwechseln. Nee, ich gehe erstmal weiter. Ich hoffe, dass ich im Notfall noch zurückgehen kann. Auf der rechten Seite ist auch ein Fass, das uns allerdings nur wieder hochschleudert. Was für ein Kinderspiel. Komm. Jetzt muss ich mal zeigen, was in mir steckt. Das kleine Risiko für das O gehe ich in der Regel immer ein. Ist da unten die Donkey Kong Münze? Komm, jetzt nimm deinen Mut zusammen. Ja, war ja auch richtig. Die Grünen lassen immer eine etwas längere Pause, bis sie den nächsten Sprung machen. Soweit ich weiß, haben sie aber den gleichen Namen. Hopp! Oh, da habe ich irgendwie ins Mikro gebrüllt. Ich hoffe, das ist nicht zu laut. Ach, und wie viele Sterne waren das jetzt am Anfang? 75? In Donkey Kong Country 3 ist auf jeden Fall immer durch 10 teilbar. Komm her. Was hat der denn gemacht? Der war offensichtlich zu hoch und ist es wieder genau an seinem Platz gelandet. Man sollte mal ein bisschen genauer nachdenken, wie man seinen Kommentar formuliert. Boah, das war knapp. Aber irgendwie bin ich dem auf die Hand gesprungen oder was? Sah zumindest so aus. Das hier ist etwas tricky, aber es hat geklappt. Warum sind die Masten von dem Schiff denn kaputt? Das ist doch kein Geisterschiff. Jetzt geht's wieder auf zu Klobas Kiosk, der von Quermünzen einfach nie genügend bekommt. Ja, hier hast du deine 15 Quermünzen. Ich mache auch jetzt einen Schnitt, also vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.